Silvernagel has an easy chance to snatch up a third place. And Nice is now in goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's going to stick on. It's coming in. Greg is going to go take the green. It's a black tree for not giving up. They probably felt a little hopeless, but it's Greg has gotten his way through. He is not getting in the GT4s, and he's going to be right about it. He took home the third spot stage. Welcome, Race Fans. So, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Ein ganz, ganz herzliches Hallo, liebe Simracing- und Rennsportfans. Na, guten Tag. Ich habe mich eingeloggt zu einem spontanen Rennen, weil der liebe Patrick, der ist ja jetzt auch da. Hab mich aber erst ein bisschen später ins Rennen eingeklinkt. Ja. Deshalb ist der Tommy ohne mich ins Rennen gestartet, hier im wunderschönen Italien. Ah ja, die Italiener. Ist ja immer was los hier in dieser Serie. Oh Patrick, ich hoffe, das ist eine gute Idee gewesen hier. Wird schon gut gehen. Pure Driving School European Sprint Series Autodromo Nazionale di Monza. Ja, okay. Eine Serie, in der es eigentlich drei Klassen gibt, die LMP1, die LMP2 und die GTE-Klasse. Allerdings sind die LMP1 heute nicht am Start, weil zumindest Leute sich angemeldet haben. Ja, das ist doch schon mal positiv. Tommy heute im Porsche RSR im Werksdesign unterwegs in der GTE-Klasse, die ein bisschen schwächer besetzt ist als die LMP2-Klasse. Ja. Wie unsere Zuschauer wissen, ist bei so einem Zwei-Klassen-Rennen immer mächtig was los. Da fliegen auf jeden Fall die Fetzen. Jupp. Und wir hoffen natürlich, dass Tommy heute in keinerlei Zwischenfälle unschuldig verwickelt wird. Ja, kann ja spannend werden. Mein Headset aufsetzen, damit man mich hört. So, genau. Nochmal von vorne. Monza. Pure Driving Racing School. Oha, ich bin im oberen Split gelandet. European Sprint Series, wie immer, 60 Minuten Rennen. Es gibt einen obligatorischen Boxenstopp, einen kurzen Splash und Dash, bei dem nur kurz nachgetankt wird. Das Setup ist hier jeden freigestellt und wir fahren hier eine halbe Einführungsrunde und einen fliegenden Stopp. Gott, das wird wieder Katastrophe hier. Naja, nicht die Flinte schon vorher ins Korn werfen. Und bei 11 Startern im Top seiner Klasse, da ist ja ein Top-10-Platz schon vorprogrammiert. Es sei denn, Tommy schmeißt das Auto weg. Thumbs up, this video. Oder wird unschuldig in den Unfall verwickelt, oder? Oder natürlich, er baut selber einen Crash, was ja auch mal passieren kann. Tommy befindet sich gerade in der Qualifikation, die wie immer aus zwei Runden besteht. Mal schauen. Die Runde geschafft. Eine 1. V4. That lap time was 145.69. Hier, Tom. Erste Runde geschafft, eine 1:45.690. Gar nicht so übel. 44.0. Ich würde sagen, erstmal das Rennen abwarten, da kommt nicht jeder ins Ziel. Wie soll ich das denn hinkriegen? Qualifikation und Rennpace, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Bitte, 1:45.3, ich glaube, ich bin noch nie eine schnellere Runde. Die Runde reicht immerhin für den siebten Startplatz. Pole Position in der GTE-Klasse ist der Michael Dupuis, der Zweite. Von den GTEs fahren dann überhaupt mit hier? Mit einer 1:44.004. Die fahren alle keine Qualifikation. So. In der LMP-Klasse hat Sebastian Kolczynski seinen Dallara auf die Pole Position gestellt mit einer 1:34.788. Viele Ferraris. Dahinter Thomas Diard und Michael Puhl. Franz Tschöppe und Stefan Le Guen vervollständigen Top 5. Runden Lämmchen. Hört doch ganz gut zu gehen, der Ferrari, ja? Oder ist beliebt. In der GTE-Klasse haben wir den Michael Dupuis, den Zweiten, dahinter den Markus Eisleitner, auf P3 Ivan Rummel, P4 Pascal Silgener und die Top 5 schließt der Michael Städtler ab. Oh, wie fehlen da Autos? Hinter mir sind nur zwei Stück, wie ich das so sehe. Haben alle Angst. So wie es aussieht, startet Thomas Partoll aus der Boxengasse. Damit hat sich Tommy schon mal einem Gegner entledigt. Ja. Auto Nummer 28 Enrico ist am Glitschen. Ein paar Jungs scheinen hier Verbindungsprobleme zu haben, glitschen beim Tommy. Oh, das ist uncool, wenn die schlechte Internetverbindung haben. Vor allem, wenn der Fahrer vor einem ständig auftaucht und wieder wegglitscht, das kann ihn extrem nervös machen.
Da kann man ganz schnell die Konzentration verlieren, während Sebastian Kolczynski das Feld hier Richtung Startlinie führt. Da werden auch fleißig Reifen aufgewärmt. Thomas Yard lauert schon und da biegt das Pacecar in die Box ab. Ferrari Club Italia vorne unterwegs da. Die ganze LMP-Meute wartet hier auf die Startfreigabe, die in diesem Augenblick erfolgt ist. Auf geht's. Sebastian Kolczynski geht sofort in Front. Thomas Yard lauert. Dahinter schon erste Angriffsversuche. Außen. Franz Schöppe versucht, den Michael Poole zu überholen. Innen der Steffen Jacobsen. Zu dritt hier. Alles nochmal gut gegangen. Michael Poole 3 Plätze verloren. Und auch Stefan Le Guin ein Stück zurückgefallen. Ansonsten alles sauber hier durchgekommen. Erste Schikane unfallfrei. Und hier die GTEs am Start. Michael Dupuis direkt von weg, dahinter der Markus Eisleitner, der hier versucht, den Ivan Rummel hinter sich zu halten, was auch super funktioniert. Michael Städtler schon an Pascal Silkner vorbeigegangen da hinten. Und auch der Tommy scheint halbwegs vernünftig vom Start weggekommen zu sein, konnte seine Position halten. Und Michael Dupuis setzt hier die Segel, hat schon 0,5 Sekunden Abstand zu Markus Eisleitner im Alpha Tauri Ferrari. Scheint heute ein Ferrari-Festival zu sein. Hier der Sebastian Kolczynski vor Thomas Dior, Steffen Jacobsen dritter und Franz Schöppe vierter. Und die glitschen hier ein bisschen. Boah, Unfall hinter mir. Und da scheint es tatsächlich den ersten Unfall gegeben zu haben. Wir sehen da hinten Qualm in der zweiten Lesmo. Vidal, da Arthur Vidal, übler Einschlag. Eieiei. Und während das GTE-Feld hier durch die Variante Ascari brettert, schauen wir uns den Unfall von eben gleich nochmal an. Arthur Vidal, oh, das war aber bestimmt keine Absicht. Der Bass, der hat ihn ganz leicht hinten berührt, hinten links. Und dann, ja, da machst du nichts. Der stellt sich zu den Streckenposten hin. Hier wieder im GTE-Feld, der Sebastian Kolczynski jetzt auf die vierte Position zurückgefallen, der ehemals Führende, unbeobachtet von uns. Danach den Michael Poole und den James Abbott auf P6. Hier unser Führer Thomas Yard. Schon 1,5 Sekunden auf Steffen Jacobsen, den wir hier haben. Franz Schöppe P3 und Sebastian Kolczynski auf P4 zurückgefallen. P5 dann Michael Poole. Und da scheint es im GTE-Feld einen kleinen Zwischenfall gegeben zu haben. Nächster Incident. Pascal Silkner. Der geht geradeaus. Bremspunkt verpasst. Bisschen zu schnell. Hoppelt über die Würste hier und weiter geht's. Pascal Silgen hat einen Slowdown gekriegt. Dadurch konnte Tommy jetzt wieder einen Platz gut machen. P6, hier haben wir mal im Bild in der Verfolgung vom Enrico Forinelli. Nach hinten zu Pascal Silgner schon fast eine Sekunde Abstand und Bas Heinig dann noch einmal 2,5 Sekunden weg. Joao Rosa P9. Stefan Le Guin und Jendrik Pockensee kämpfen hier um die Position. Dahinter der Samuel Afonso. Ganz enge Kämpfe hier im Vorderfeld der LMPs, während vorne der Thomas Yard schon Segel gesetzt hat. Im Gegensatz zu den letzten Rennen, heute ein ziemlich ruhiger Beginn. Schießt Ferrari ab. Und kaum haben wir es ausgesprochen. Da müssen wir gleich mal hinschalten. Das schauen wir uns gleich mal an. Enrico, was tust du da? Nächster Incident. Enrico Porinelli setzt zu überholen an einer Stelle, wo man nicht überholt. Und? Trotz dem hinten rein. Ärgerlich, so früh im Rennen. Das ist so ätzend. Was machst du hier für einen Scheiß, Mann? Damit hat er Enrico Tommys nächsten Gegner aus dem Weg geräumt und Tommy jetzt auf P5. Und auch bei den LMPs geht's heiß her. P5. Okay, P5. Ach du Scheiße hier. Das wird wahrscheinlich so nicht bleiben. Oh, 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 und hier breitet sich plötzlich ein Schlachtfeld vor uns aus. Die LMPs fliegen hier durch die Gegend. Uiuiui, Michael McNewman. Während die Top 3 hier der GTEs noch dicht beisammen ist. Michael Dupuis führt hier vor Markus Eisleitner und Ivan Rummel. Und jetzt schauen wir uns das ganze Durcheinander von eben nochmal an. So, dann haben wir hier nochmal. Oh, wie ärgerlich. Der Cameron schickt den Stefan in den Dreher, was hier eine Kettenreaktion auslöst. Oh, da wird er, nimmt er noch einen auf die Hörner da. Oh Gott. Oh, da drehen sich die LMPs. Ja, Wahnsinn. Und durch den Unfall ist der Stefan jetzt auf den 15. Platz zurückgefallen. Schade, Rennen kaputt. Muss ich jetzt wieder mühsam nach vorn kämpfen. Und wird hier jetzt sogar noch vom vorletzten John Younaut angegriffen, der jetzt hier auch vorbeigeht. Damit der Stefan nur noch 17.
hier unser Führungstrio, dahinter schon mit ein bisschen Abstand, der Enrico Porinelli hier, verfolgt vom Tommy, der jetzt wahrscheinlich angegriffen wird hier von Bas Heinig, der an Pascal Silgner irgendwo vorbeigegangen ist, muss nochmal zurückstecken. Bas Heinig war ja in der ersten Runde in den Zwischenfall mit dem Arthur Vidal verwickelt, hat aber eine riesen Pace drauf und den Rückstand schnell wieder aufgeholt. Ich denke mal, den wird der Tommy nicht lang hinter sich halten. Und wir hoffen mal, dass er im Übereifer den Tommy auch noch abräumt. Jetzt greift der nächste Angriff, steckt aber noch einmal zurück. Ja, Geduld ist auch eine Tugend. Schönes Racing. Da hinten am Horizont sehen wir den Joao Rosa, der auch schon fast 10 Sekunden Abstand hat. Zu Arthur Vidal dann noch einmal 10 Sekunden. Und jetzt laufen die Jungs hier auf den überrundeten Michael Städtler auf. Jemand blickt ins LMP-Feld, Marvin Bassat. Vorne überrundeter Ferrari. Und da hat es scheinbar gescherbelt. Oh, hier weiter vorne im LMP-Feld. Oh, und hier sehen wir mal das ganze Drama. Hier hat es auch richtig gescherbelt. Das war aber eine Racheaktion von eben. So wie es aussieht, war das ein Revanche-Foul. Da werden wir gleich mal hinschalten. Oh, that was dirty, guys. Und zum Glück ist Tommy da unbeschadet durchgekommen. Alter Schwede. Arthur Vidal, P8, fährt hier tapfer weiter. Unglaublich. Michael Städtler. Der hat auf den BMW gewartet. Das war ein Abräumer. Deluxe. Da mussten drei in die Eisen gehen, so, damit die da nicht reinkrachen. Also das ist wirklich ätzend. So, ich meine, klar ist es scheiße, in der ersten Kurve abgeschossen zu werden, lieber Michael. Ne? Aber das geht nicht. An der Stelle kommst du mit so viel Speed um die Ecke und ihr zwei steht da, nur weil du dich rächen willst. Wirklich unglaublich, die Aktion gerade. Naja, da werden wohl die Nerven durchgegangen sein. Hier fahren wir mit dem Franz Czepe mit, der den Sebastian Kolczynski verfolgt. Sebastian jetzt wieder auf P3 vorgefahren. Michael Kuhl auch noch dahinter. Runde 5 und Bas Heinig startet jetzt den nächsten Angriffsversuch. Erste Schikane, Seite an Seite gehen sie hier rein. Oh, lassen sich aber genug Platz und Tommy kann immer noch vorn bleiben. Pascal Silgner direkt dahinter, der lauert auch noch auf seine Chance. Toller Kampf um die vierte Position hier von den beiden. Schön, wie der Tommy hier über die Curbs räubert. Und hier sind wir ganz hinten im LMP-Feld. John Younaut, Status Podiotis. Und nach vorne schon ein kleiner Abstand. Hat zwar schon ein paar Zwischenfälle heute gegeben, aber die große Masse, wie in den letzten Rennen, die wir übertragen haben, ist ausgeblieben. Hier sehen wir mal Statis Podiotis, hier Janne Mekele, das Mittelfeld der LMPs, die Plätze 12 und 13. Und während das Trio hier weiterhin um den vierten Platz kämpft, hatten wir wieder einen kleinen Zwischenfall. Schalten wir gleich mal hin. Weiter geht's. So, wir haben den Arthur Vidal, der hatte ja auch einen Unfall am Anfang. Wahrscheinlich geht das Auto auch nicht mehr richtig, muss hier weit gehen. Beziehungsweise die Lenkung aufmachen. Das GTE-Feld schon etwas auseinandergepflückt. Ich bin mal gespannt, wenn hier die LMPs im Überrundungsverkehr ansetzen. Janne Mekele hinter Sergio Cacciaferro. Hier Thomas Yard führt vor Steffen Jacobsen. Und der Sebastian Kolczynski, wie gehabt, auf P3. Der Steffen hat jetzt auf den Thomas hier schon 4 Sekunden Abstand. Und hier Jendrik Vergensee im Bild direkt hinten dran auf P8. Danny Birner setzt den Jendrik unter Druck. Ein ganz enges Duell. Nach vorne zu James Abbott schon 1,9 Sekunden. Aber auch nach hinten zu James Williamson schon 3,5 Sekunden Abstand. Der Ferrari, der eine gegeben hat, ich habe mal kurz was gehört. Die Plätze 10 bis 16 hier im LMP-Feld alle noch ganz dicht beisammen. Und Tommy hier muss jetzt den Bas Heinig ziehen lassen. Und Pascal Silgner ist da immer noch ganz dicht dran. Die Plätze 4, 5 und 6. Wir befinden uns jetzt in Runde 7. Und von hinten kommt der LMP-Führende an. Wir haben hier im Bild der Thomas Diard. Schon fast 5 Sekunden Abstand zu seinem Hintermann, den Steffen Jacobsen, der mit dem Sebastian Kolczynski um P2 kämpft. Überrundet jetzt zum ersten Mal die GTEs hier vorne. So, wie es aussieht. LMP1, eine Sekunde weg. Tommy hat den LMP jetzt auch im Rückspiegel bemerkt. Variante Ascari. Der Thomas, der ist so anständig und vernünftig, sich hier hinten anzustellen und zu warten bis zum Ausgang. Jetzt geht er vorbei. Ugo Gattetto, Arme! Jetzt auf den Knopf drücken, Seil ausfahren und einhaken, das wär's.
Hier hinten Steffen Jacobsen und Sebastian Kolczynski zu Franz Zschäpe schon 1,4 Sekunden Abstand. Und der wiederum hat 3 Sekunden zu Michael Poole. Und eine ganze Weile ist es hier schon ruhig gewesen. Das Feld reißt sich heute wirklich zusammen. Im Gegensatz zu den letzten 3-4 Rennen, die ich kommentiert habe, ist das heute eine ziemlich saubere Veranstaltung. Toi, 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 super. Und hier fährt der Jendrik Mogensi aus, um den James Abbott zu überholen. James positioniert sich zwar innen, muss aber nachgeben und sortiert sich hinten ein. Der Mann mit der Nummer 1. Ich glaube, das war ein überrundeter. Da gab es einen kleinen Ausrutscher. Nicht genau so, ich konnte das jetzt nicht genau checken, aber ich meine, das war ein überrundeter. Scheint da in der Schikane Schwierigkeiten gehabt zu haben, da schalten wir gleich mal hin. Ich das verhasse, ne, wenn die das machen. So, Thomas Petrol. Boah, dreht sich. Oh shit. Position 28. Oh, steht da ganz schlecht. Muss jetzt erstmal warten. Stellt sich an, wartet bis ist. Das ist super scheiße. Da rumzustehen und einfach warten, warten, warten. Aber auf der anderen Seite, wenn man schon so weit hinten liegt, dann braucht man jetzt auch keine Incidents mehr einsammeln oder Unfälle riskieren. Cameron Reschotnik hier im LMP. Auf P16 zurückgefallen und Arturo Vidal hier im zerbeulten Ferrari steckt mitten im Überrundungsverkehr und glitscht auch noch. Hendrik Bogensi greift hier den Michael Poole an und geht jetzt innen vorbei. P4. Allerdings fehlen dem Hendrik schon 3 Sekunden nach vorn zu Franz Zschäpe. Michael bringt sich jetzt wieder in Stellung hinter dem Hendrik. Start und Ziel geraten, überholen, überrunden gerade Bas Peitschink. Und jetzt geht der Michael Poole nach außen. Pascal 1,5 Sekunden. Versucht den Hendrik zu überholen. Der bleibt aber innen auf dem Pinsel stehen und kann vorn bleiben. James Abbott dahinter muss abreißen lassen und bekommt Besuch vom Danny Burner. Tolles Racing hier und die LMP-Fahrer scheinen heute ihre Fahrzeuge etwas besser im Griff zu haben. James Abbott und Danny Burner ganz dicht dran hier, überrunden jetzt den Bas Hoenig. Und Tommy beobachtet das aus sicherer Entfernung. Ein Stück weiter hinten Michael McNewman an Janne Mäkelä vorbeigegangen. Hier der Führende der GTE-Klasse, Michael Dubuis, schon 2,8 Sekunden Abstand zu Markus Eisleitner auf P2. Dahinter immer noch der Ivan Rummel. Und direkt hinter dem Michael kommt der Thomas Diard angerauscht im LMP, der Führende in seiner Klasse. Sieht man auch optisch schön, wie groß der Abstand hier zum zweitplatzierten LMP, zum Steffen Jacobsen ist. Oh, jetzt geht er außenrum vorbei. Der führende LMP überrundet den führenden GTE. Hier haben wir mal den zweitplatzierten Markus Eisleitner, Parabolika-Ausgang. Hier haben wir Ivan Rummel, wird jetzt überrundet von Steffen Jacobsen, der immer noch vor Sebastian Kolczynski liegt. Die Plätze 2 und 3. Und hier haben wir Bas Hoenig mal im Bild. Platz 4 in der GTE-Klasse, 1,1 Sekunden vorm Tommy. Die GTEs kommen jetzt in ihre 10. Runde. Hier haben wir Tommy mal im Bild. 2 Sekunden vor Pascal Sildner. Hallo Patrick. Hi. Sector 2 ist 0.6 auf der Base. Ja, sieht doch gut aus. Und ihr hört schon, hier in Runde 10 habe ich mich gerade dazu gelockt. Welche Runde bist du? Moment. Runde 10. Okay. Also ein Drittel ungefähr weg. Ja. Was Heinig vor dir, mit dem bist du schon gefahren. Deswegen habe ich gerade gedacht, ich bin hier beim alten Twitch gelandet. Okay. Ja, ja. Mitten im Rennen eingeloggt, da muss man sich erstmal zurechtfinden. Und hier LMPs geht's ganz schön rund. Oh, spannend. Da gab's gerade. Scheinbar hat's im Vorderfeld einen kleinen Zwischenfall gegeben. Es gab eine Rache-Szene. Direkt vor meiner Nase. Der Steffen Jacobsen ist hier zurückgefallen. Und auch im hinteren LMP-Feld wird gekämpft. Ja. Hier Sergio Cacciaferro. Das heißt, in der ersten Runde hat's ein BMW. Und Ferrari abgeräumt, sie hat dann gewartet in der nächsten Runde und dann gab es die Retourkutsche. Die Racheaktion von Michael Städler an Enrico Borinelli habt ihr ja vor uns ausgiebig gesehen. Sowas gehört eigentlich auf keine Rennstrecke. Ja, ja. Das sind immer dieselben, die hier fahren, ne? Oh, der Steffen Jacobsen, zweitplatzierter LMP. Was passiert da? Wow, wird abgeräumt vom zweitplatzierten
Markus Eisleitner. Und die beiden Zweitplatzierten, die scheppern hier zusammen in der Schikane. Das ist aber auch Pech jetzt. Oh Mann. Thomas Diard hier, der Leader in der LMP-Klasse, jetzt schon 8 Sekunden vor Sebastian Kolczynski. Oh, das war ein LMP, den ich gedutzt habe. Auto beschädigt? Alles gut, alles gut. Ich hoffe nicht, dass jetzt da was kaputt gegangen ist bei mir. Ah, ihr habt da halt einen scheiß kürzeren Bremsweg, so. Sergio. Hier haben wir Steffen Jacobs mal im Bild inzwischen auf P5 zurückgefallen. Sergio, your braking distance is much shorter than me. Tommy entschuldigt sich jetzt gerade für den Gletscher vorhin in der ersten Schikane. Hier mal Joao Rosa im Bild, P7 in der GTE-Klasse, einsames Rennen. Ah. Tommy hier auch allein auf weiter Flur auf P5, nach vorne und hinten jeweils 2,5 Sekunden Abstand. Ja. Wer? Ich denke mal, wenn da im GTE-Feld nicht nur irgendeiner einen Fehler macht oder von dem LMP abgeräumt wird, dann haben sich hier die Position zementiert. Oh, das war spät. Ah. Variante Uno und der Tommy hat sich ein klein wenig verbremst. Pascal Silgner ist aber 2,5 Sekunden weg. Wie verliert man 0,7 Sekunden in der ersten Kurve? Abstand nach vorne, nach hinten ungefähr gleich jetzt. Immer die Plätze 7 und 8 im LMP-Feld. Chanionaut und Status Podiotis haben gerade den Ivan Rummel im Ferrari überrundet, der sich auf der dritten Position in der GTE-Klasse befindet. Hinter Status Podiotis der Stefan Nguyen. 2,5 Sekunden Abstand, der die Top 10 hier vervollständigt. Und hier im Ferrari haben wir mal unseren GTE-Leader im Bild. Michael Dupuis liegt 4,5 Sekunden vor Markus Eisleitner. Den wir hier haben im Alpha Tauri Ferrari. Von hinten kommt John Junaut angerauscht. Und okay, ich kann mal ein bisschen weiter weg. Status von Jotis, die den jetzt überrunden werden. Zu Ivan Rummel nach hinten. Okay. Auch 4 Sekunden Abstand. Ja, der Abstand zu dem Bas Heinjink. Heinjink. Wird größer, ne? 3,5 Sekunden. Das Heineck hat in dem Nachtrennen in Spa auf zweiter Position gelegen und hat in der letzten Runde das Auto weggefeuert. Und Markus Jung ist in ihm reingeknallt. Das weiß ich noch. Das ist ja erst 2 Rennen her. Wie sich die meisten unserer Zuschauer erinnern können, war das auch im Pure Driving School Rennen. Daraufhin hattest du ja noch 2 Positionen gut gemacht, obwohl dein Auto beschädigt war. Das Rennen mit dem Christian Buckel. Okay. Hier haben wir mal den Thomas Diard im Bild, 400 LMP-Klasse. Ah ja. Und wir haben noch einen kleinen Zwischenfall nachzureichen. Schauen wir uns gleich mal an. So, nächster Incident. Samuel Afonso verliert das Auto beim Anbremsen in die Schikane. Schon runden Rückstand und zum Glück niemand abgeräumt hier. Huh, weiter geht's. Pants on fire, you know. It's because deep down there's a part of you that is still... Der Bas Heinig hatte sich ausgangs der Schikane quergelegt, zur Zeit ist aufs Gas gegangen, der Bas stoppt und der Markus Jung kommt um die Ecke und knallt dem rein, weil der hier quergelegen hat. Prost, Patrick. Dann ist der Bas Heinig noch weitergefahren und ausgangs Orange hat das Auto komplett verloren. Ja, nach vorne 4 Sekunden. War ein Rummel, schon 18 Sekunden. Da dürfte für den Tommy heute nicht mehr viel nach vorne gehen. Jetzt heißt es den 5. Platz absichern. Ja, Wahnsinn. Also vorne, das war so Italia, Ferrari Club Italia, ne? Insgesamt sind heute 7 Ferrari am Start. Also ich bin mit meinen Rundenzeiten total zufrieden. Ne? Also das, auf den ersten 3 Plätzen sind ja nur Ferrari. Dann Platz 4 Bas Heinig und Platz 5 Thomas Silbernagel. Porsche, dann kommt wieder Ferrari. Porsche, Ferrari, Ferrari. Also eigentlich ein Porsche-Ferrari-Clubrennen. Markus Eisleitner und Sergio Cacciaferro, dahinter Marvin Bazan. Zweite Lesmo wird er hier überrundet. Inzwischen hat Markus Eisleitner 5,5 Sekunden Abstand nach vorne zum Michael Dupuis. Die Position in der GTE-Klasse scheint zementiert. Also ich bin ja mit dem BMW eine Sekunde langsamer im Vergleich zum Porsche, ne? Okay. Ja, der BMW wird WOP-Nachteile haben, weil der uralt ist. Und ja, es gibt auch hier bei iRacing in der Online-Welt eine Balance of Performance. Runde 14 für die GTEs und der Michael Dupuis hier zeigt ein tolles Rennen. Ja, aber du kannst doch nicht einfach die BOP immer... Du kannst doch nicht immer die BOP nach dem Alter des Autos irgendwie... Verändern die aber ständig. Abstand nach vorne wird größer und nach hinten wird... Auch größer. Ein bisschen größer, ja. Franz Tschöppe hier auf P4 hat seinen Top-3-Platz an den Jendrik verloren. Hier Steffen Jacobsen, P5. Ja, vor allem ist das hier Top-Split, wie es aussieht.
solider Top-5-Platz ist super. Oder mittel. Da hast du doch deine iRating-Punkte gleich wieder reingeholt. Ja. Obwohl, nee, ich glaube nicht, dass es Top-Split ist, um Gottes Willen. Wir sind keine LMP1. Ich denke, es ist der... Ja, aber im Grunde die LMP-Fraktion, die haben 2800er, 2700, 2800er Rating. Ja, okay. Das wird schon hier der Top-Split sein. Na. Oder der Zweite. Oder der Zweite. Ich glaube, es sind 3 Splits. Im LMP-Feld scheint es so einige Verschiebung gegeben zu haben. Michael McNewman inzwischen P11. Mit deiner Nachtsichtkamera kommt dein Wald viel besser zur Geltung. Ich habe ja jetzt wieder normale Kamera, oder? Nee, doch. Ja, das war nur für Nürburgring grüne Hölle. Das musst du bei Nachtrennen einsetzen. Ja, Report Lab 15 Samuel, sagt der Michael McNewman. Und während es da im LMP-Feld Diskussion gibt, fährt der Michael Dupuis hier ein super Rennen, bisher keinerlei Fehler sich geleistet. Schon 5 Sekunden Abstand zu Markus Eisleitner, den wir hier im Bild haben. Direkt hinter ihm dann der Ivan Rummel, noch einmal 5 Sekunden weg. Oh, LMPs kommen wieder, der ist jetzt 14 Sekunden weg. Hinter dem Ivan schon eine Lücke von 12 Sekunden hier zu Bas Heitsching, mit dem wir gerade mal mitfahren. Und der wiederum hat 4,5 Sekunden Abstand zu unserem Tommy und wir haben noch nicht ganz Halbzeit. Was fährt der vorne für? Boah, eine 1,46,0. Das war, glaube ich, meine schnellste Runde, bis jetzt ich hier jemals gefahren bin. Vor dir, der fährt eine 45,5. Halbe Sekunde schneller. Ja. Pascal Sildner fährt eine 46,8. Du fährst ja tiefe 46er Zeiten, also von hinten keine Gefahr. Hier haben wir mal Michael Pool im Bild, P5 in der LMP-Klasse, direkt hinter dem Steffen Jacobsen. Hier Enrico Porinelli im BMW, der die Auseinandersetzung mit dem ja, 32. Michael Städtler am Anfang hatte. James Williamson, P7 in der LMP-Klasse. Dann haben wir ja auf P8 den John Jonaud. Weiß ich. Hätte ich so eine Pace im gestrigen Rennen gehabt, da wäre ich auf Platz 1 gelandet. Okay. Hinter dem John Statis Podiotis und Stefan Le Guen vervollständigt die Top 10, dann auf P11 der Marvin Bazan. Ja, und hätte der Hund nicht gekackt, hätte er ein Hasenfleisch noch erwischt. Ihr kennt den Spruch schon. Was ist das denn für ein DDR-Spruch? Wir hatten mal wieder einen kleinen Zwischenfall, schalt mal hin. Nächster Incident. Sergio Sanchez Cachafero, Variante Due. Bisschen zu schnell. Und zu zeitig Gas gegeben. Sergio verliert ja nochmal das Auto. Zum Glück nichts passiert, niemanden geschadet und weiter geht's. Hugo Gachetto Haken. More. They crush the world to my feet. Ja, ja. Boxenstopp ist dran. Bei den LMPs gibt's jetzt Boxenstopps. Denk dran, Tommy, Reifen wechseln. Ja, ja. Klar. Sonst noch was? Am besten Scheibe putzen und noch einen Drink nehmen. Wie sieht's denn aus? Heute Fahrerwechsel? Pipi machen. Den Grid-Girls einen heißen Zwinker zuwerfen. Zwinker? Na, deinen Boxenrudern. Katie Preis kann man uns ja nicht leisten. Bei uns steht Michaela Schäfer in der Box wahrscheinlich. Hier haben wir mal den Führenden in der GDE-Klasse im Bild. Michael Dupuis baut hier seinen Vorsprung zu dem Eisleiter immer mehr aus. Sind jetzt schon 6 Sekunden. Naja, wahrscheinlich können wir uns nicht mal Michaela Schäfer leisten. Okay. Ja, aber ich sag mal hier, Monster ist ja... Das kriegt man noch hin. 6 Runden noch. Da muss ich tanken. Hendrik Bergenzi überholt jetzt hier den Pascal Silgner, der schon 6 Sekunden hinter dem Tommy liegt. Und ich denke mal, für die meisten GDEs wird sich in den nächsten 10 Minuten das Boxenstoppfenster öffnen. John Jonaud vorbei an Arthur Vidal, der am Anfang auch schon einen Unfall hatte, geht jetzt in die Box. Was denn? Der Jundrik. Jendrik Poggensee. Poggensee. Aber gut hat er das was gesehen, der ist nicht reingestochen, der hat schön gewartet. Jendrik, das klingt chinesisch, oder? Ja. Mit dem Arthur Vidal, der hier auf P7 fährt, ist er auch schon gefahren. Und wir hatten mal wieder einen kleinen Zwischenfall. Schauen wir uns an. Oh, Pascal. Silgner, der donnert hier zu schnell in die Variante Tour und rumpelt über die Curbs.
und ein LMP kommt angeschossen. Oh, ja. Der Michael Bull, viertplatzierter. Ah, der hat sich erschrocken hier. Zum Glück nirgendwo eingeschlagen, nur Zeit verloren, weiter geht's. Scheiße. So, der Hintermann, der ist gerade in der Box gefahren. Es gab da noch einen kleinen Zwischenfall. Oh, nächster Incident. Oh Gott. Wieder mal Sergio Sanchez Canchapero verliert das Auto. Boah, das ist auch... Ah. Und weiter geht's. So why do you keep running headfirst into the same brick wall? Du musst eine Bad Brambacher Fassbrause trinken. Eine Fassbrause habe ich hier neben mir stehen. Wohlbekommens. Im Angebot hätten wir noch Carina Limo oder eine Club Cola. Ein Eiswasser, bitte. Alle Zuschauer, die aus dem ehemaligen Ostblock kommen, ich meine hier bevorzugt die DDR, die wissen schon, was ich meine. Allerdings Club Cola zu DDR-Zeiten, ich will nicht wissen, wie die hergestellt wurde. Ich möchte auch nicht wissen, was da für Dopingmittel drin war, oder? Du willst eher nicht wissen, wie das Zeug hergestellt wurde und wie die Apfelanlagen aussahen. Kannst du mir mal verraten, wie viel I-Rating der Vordermann da hat, dieser Bass? 1800. 1800? Ja, also bedeutend weniger als du. Okay. Hier haben wir mal zwei unserer verunfallten GTEs im Bild und dazwischen der Marvin Bazan, hier Franz Schöppe, P4 in der LMP-Wertung und hinter ihm der Steffen Jacobsen. Und hinter dem Jacobsen dann der... Ich sehe quasi nur die... James Abbott. Thomas Diard war jetzt auch in der Box. iRacing. Also der da, den da gehe ich und den da sehe ich. Wow, schalten. Alles andere sehe ich nicht. Der Thomas Boxenstopp bedingt auf 3 zurückgefallen. Genau. Hier kommt Sebastian Kolczynski aus der Box. Status Podiotis noch ohne Boxenstopp auf P2. Und der Tommy jammert, weil er sich ein Incident eingefangen hat. Nach hinten, Tommy, jetzt schon 10 Sekunden Abstand. Ah, irgendwie bin ich da um die Kurve geeiert, ey. Jetzt 45,7 im... Das ist eine krasse Rundenzeit, ey. Markus Eisleitner ist hier sogar eine 45,58 gefahren. Die beiden Erstplatzierten sind hier sogar schon 44er Zeiten gefahren. Also für mich krasse Rundenzeit, das ist aber so. Was sagt Spritz? Noch 3,1 Runden. Und während der Tommy noch 3 Runden Zeit hat, geht der inzwischen erstplatzierte Status Podiotis an die Box zu seinem Boxenstopp. Samuel Alfonso. Achso. Alfonso ohne L. LMP, ne? Tommy geht jetzt in die 21. Runde und hinter ihm kommt Samuel Alfonso in derselben Runde wie er. Oh, irgendwie sind die Bremswege ein bisschen länger. Boxenstopp bereinigt Thomas Diard wieder vor Sebastian Kolczynski. Jendrik Borgense auf P3 und Franz Schöppe, den wir hier im Bild haben, auf der 4. Position. Der andere in der Box gewesen, oder was? Weil das, bei mir ist er als 2. geführt. Der Bas Heinig vor dir war noch nicht in der Box, aber hinter dir, der Thomas Diard, der hat schon getankt. Das ist der 4. der LMPs, meilenweit vorm 2. Pass auf, jetzt. Achso, ja, ja, ich kam, ja genau, das ist der Thomas. B8. So, ich werde jetzt an die Box fahren. Lesmo 2 und der Stefan Gwen jagt ja den Janne Megele. Und der Tommy bereitet sich jetzt so langsam auf den Boxenstopp vor. Oh, die habe ich aber super erwischt. Minus 2/10. Tom hat sich jetzt so langsam eingegroovt und der Tank ist leer. Aber gut. Leider kriege ich die Runde nicht zu Ende gefahren, weil ich in die Box muss. Michael Dubois, der 2., hat inzwischen 8 Sekunden Abstand auf den Markus Eisleitner. Hier haben wir den Michael mal im Bild. Wird jetzt sicher auch bald an die Box fahren. Ah, jetzt habe ich in der Kurve die 2/10 wieder liegen lassen. Runde 22 und Tommy kommt jetzt an die Box zum kurzen Splash und Dash. Hoffentlich keine Reifen wechseln. Bas Heinig steht schon da. Ist hierhin das Rennen super gelaufen. Tommy in keinerlei Zwischenfälle unschuldig verwickelt worden. Ein Schaden am Auto. Ist das nicht cool? Tommy ist direkter Gegner. Bas Heitschink macht sich wieder auf den Weg raus aus der Boxengasse, während der Tommy noch da steht. Die Zeit an der Boxengasse kommt einem immer unendlich lang vor, obwohl man da nur ein paar Sekunden verbringt. Lalalala. 20 Minuten noch? Ihr habt es gehört, 20 Minuten noch. Also sind 2/3 des Rennens gelaufen. Tommy kommt hier mitten im Verkehr wieder raus.
Da kommt ja James Williamson angerauscht. Ja, der. Der Enrico vorne, der ist mit dem Ferrari da zusammengestoßen. Pascal Silgner hier mitten in der LMP-Meute verbremst sich hier. Am Ende des Rennens mal zeigen. Kann man mich denn gut verstehen im Twitch, oder? Das weiß ich nicht, aber ich habe den Twitch an, ja, der hört mich gut. Hörst du dich denn nicht doppelt? Ich habe einen den Tonquelle immer ausgeschalten, um den Ton sauber aufzunehmen. Ach so. Und wir schauen uns den Vorfall von eben nochmal an. Oh, der Pascal. Er bremst sich hier wieder, erste Schikane. Oh, und schon wieder weit gegangen. Oh Mann, ey. Hatte aber bisher immer Glück und nirgendwo eingeschlagen. Aber der Unterboden müsste irgendwann kaputt sein. Ja. Achtung, von hinten kommt Statis Podiotis. Du Affe. Ah, der musste sich da in der Lesmo durchquetschen. Der nächste, Marvin Bazan, verfolgt hier den Statis Podiotis, die Plätze 11 und 12. Nice dive bombing, number 19 and 22. Und wir hatten letzte Runde im LMP-Feld noch einen Zwischenfall, den wir nachreichen müssen. Und hier haben wir den nächsten Incident. So, Michael Poole, Runde 25. Oh nein, oh. Bam, eingeschlagen. Direkt vor den Zuschauern. No, God, please, no, no. Oh, das ist peinlich. No. Oh, 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 oh. No. 11 Sekunden weg ist der Viertplatzierte. Hinten Auto Nummer 12 und 10. Ciao, Rosa, Pascal, sing, ding, 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 hat. Haben da auch ein schönes Rennen gerade. Sind da zusammen. Tommy meint Pascal Silgner und Joao Rosa. Ja, gut. 2-3 Sekunden auseinander. Franz Schöppe überrundet hier den Führenden der GTEs zum zweiten Mal. Hier der zweitplatzierte Markus Eisleitner. John Out gerade an ihm vorbeigegangen. Hier Ivan Rummel auf P3. Vor ihm der James Williamson im Marlboro Branding. Der fünftplatzierte der LMPs. Und hier haben wir Buzz Heychink mal im Bild. Der viertplatzierte in der GTE-Fraktion ist gerade von Statis Podiotis überrundet worden. Dann ganz hinten am Horizont, hier haben wir den Tommy. Zwischen ihm und Buzz Heychink die zwei Überrundeten, der Enrico Porinelli und Thomas Partol. Viertelstunde noch. Hier haben wir mal den Joao Rosa im Bild auf P6 in der GTE-Abteilung und hinter ihm Pascal Silgner, 2,5 Sekunden weg schon. Oh, das wird schnellste Runde. Und gegen Ende des Rennens hat Tommy so langsam seine Pace gefunden. 45,7. Franz Schöppe zurzeit P6 in der LMP-Fraktion. Hinter ihm der Samuel Alfonso schon überrundet. Hier Danny Birner. P4. Danny fährt hier bisher auch ein super Rennen. Heute die LMP-Fahrer im Allgemeinen ein ganzes Stück besser drauf wie die letzten Rennen. Nächster Zwischenfall. Oder? Thomas Petrol. Nee, der fährt in der Box. Was ist da wohl passiert? Der glitscht leider weg. Der hat was so noch piepsen. Da kommt ein Ferrari in die Box gerutscht. 3 und 4, ganz nah zusammen. Und auch bei den LMPs gab es noch einen kleinen Zwischenfall. Bin mal gespannt, was die zwei da veranstalten. So, nächster Incident. James R. Willamson. Oh, jetzt die Schikane zu spät gebremst. Oh, der macht Zigarettenwerbung. Darf man das? Ist das noch political correct? Naja, bei uns schon. 12,6 und 11,6 Sekunden von mir entfernt. Allerdings sind Pascal und Joao 2 Sekunden voneinander getrennt. Und zwei sich streiten, ne? Das war nicht so eine gute Kurve. Halbe Sekunde verloren. Markus hatte eben auch einen kleinen Zwischenfall, gucken wir uns mal an. Stefan Leguen quetscht sich hier Variante Due durch, kommt ins Rutschen. Und der Markus hier. Dann nochmal der Zweitplatzierte. Oh, der kommt da mit den LMPs zusammen. Scheiße. Zum Glück nichts passiert. Dadurch ist der Markus jetzt schon 11 Sekunden Abstand nach vorn. Und wenn Michael Dupuis vorn keine Fehler macht, dann ist der Käse gegessen heute. Hier fahren wir mal mit Statis Podiotis mit. Macht seine Sache heute ein Stück besser wie beim letzten Rennen. Vor dem Statis liegt Janne Mekele und direkt hinter ihm Marvin Bazan und Stefan Leguen. Hier Parabolica. Oder
Erstplatzierte LMP kommt von hinten. Das Gefühl, der überholt mich immer hier. Antwortvariante Uno und der Stefan McVan überholt jetzt hier den Marvin Bazan, geht auf die 9. Position vor. Marvin jetzt 10. Zum nächsten LMP nach hinten zum Michael McNewman, schon 8,9 Sekunden Abstand. Und während das GTE-Feld so ziemlich weit auseinandergerupft ist, sind hier noch einige LMPs dicht beisammen. Da könnte es noch ein paar Verschiebungen geben. Wie hat sich gedreht? Und es gab mal wieder einen kleinen Zwischenfall. Nächster Incident. Was Heinig, Variante Tour. Bisschen zu schnell. Und rups, geht das Auto rum. Ach, da gab es einen Positionstausch, kann das sein? Ja, Position verloren. Oh, wie ärgerlich. Und irgendwo da hinten komme ich dann, ja, hier. Dadurch hat der Markus jetzt 15 Sekunden Abstand zum Drittplatzierten, der jetzt wieder Ivan Rummel heißt. Wir sehen ihn hier mal im Bild. Ja, ja, 3 Sekunden, aber... Bas Heinig ist jetzt 7 Sekunden hinter dem Ivan Rummel, aber immer noch 3 vorm Tommy. Das wird schwer bis zum Schluss. Da müsste der Bas schon noch einen Fehler machen, aber der hatte vorhin so eine gute Pace drauf. Bas ist eine Runde vorher eine 1,45,3 gefahren. Alles schnell. Nach wie vor. Nach hinten zu Joao Rosa hat der Tommy schon 9,6 Sekunden Abstand. Und hier unser Leader, Michael Dupuis, Lesmo, steckt hier mitten im Überrundungsverkehr und zeigt ein tolles Rennen. Keine Fehler bis hierher und hat einen komfortablen Vorsprung zum Markus. Enrico Dingsda fährt in die Box. Sergio Sanchez, so. Nee. Wie hieß der? Das müsste Thomas Partol gewesen sein, der war 9. Naja. 7 Minuten. Das Rennen biegt auf die Zielgerade ein. Hier Sebastian Kolczynski, P2, 6,5 Sekunden hinter dem Thomas Diard. Und hier haben wir mal den Status Podiotis im Bild, P10 inzwischen. Der Bass hat sich wieder gefangen. Was hat sich gefangen? Der Bass Heitsching vor dir, der gerade einen Ausritt hatte. Ja. Alles in allem muss man sagen, bei den Rennen mit mehreren Klassen hier, da ist immer was los. Obwohl heute recht vernünftig noch zuging, im Gegensatz zu den Rennen bisher. P3 hat sich gelöffelt. Ich glaube, das war der Führende der GDEs und nicht der Drittplatzierte. Da müssen wir gleich mal hinschauen. Der scheint aber immer noch vorne zu liegen. Ach, aber 8 Sekunden, der hat nur 2 Sekunden verloren oder so. Ausgang Ascari und der Markus ist ganz dicht dran. Nächster Incident. Michael Dupuis 2 in Runde 30. Der Führende der GDEs fährt hier viel zu weit raus auf die Curbs und rups geht das Auto rum. Bom, ach du Scheiße. Doppelte Pirouette, aber Auto scheint noch zu fahren. Oh Mann, auf den letzten paar Metern Sieg weggefeuert. Ja. I was alive. Und da setzt der Markus Eisleitner an, um die Führung zu übernehmen. Scheint das Auto vom Michael auch nicht mehr ganz so gerade zu sein. Sauber überholt. Jetzt der Markus Eisleitner in Führung. Ein paar Minuten vor Schluss hier Führungswechsel, damit hätte ich heute nicht mehr gerechnet. Mal schauen, ob der Michael hier dranbleiben kann. Das Auto scheint so einiges abbekommen zu haben. Und hier mal unser Gesamtleader Thomas Diard, 5 Sekunden vor Sebastian Kolczynski und Jendrik Borgensi auf P3, haben hier bisher auch ein super tolles Rennen gezeigt. Sebastian konnte seine Pole leider nicht in den Sieg ummünzen. P2 ist trotzdem nicht verkehrt. Hier haben wir unseren Drittplatzierten mal im Bild, den Jendrik. Auch ein sehr, sehr tolles Rennen gefahren. Danny Birner im LMB ganz dicht dran am Tommy. P5, hinter ihm der Franz Schöppe. Und für den Tommy heißt es jetzt bis ins Ziel einfach nur Top 5 Platz absichern. Super gemacht heute. Wetterhaken. Weiter hinten Samuel Afonso schon überrundet. P16 in seiner Klasse. Franz und der Danny, die scheinen hier Teamkollegen zu sein, haben beide dasselbe Car-Branding. Da wird es sicher wie bei meinen Jungs im Team auch darum gehen, wer vor dem anderen ins Ziel kommt. Hier Thomas Diard, schon 5 Sekunden Abstand zu Sebastian Kolczynski, zeigt hier ein megamäßiges Rennen. In der ersten Runde in Führung gegangen und bis jetzt nicht mehr abgegeben. Hier Sebastian Kolczynski, zwar von Pol gestartet, aber ein 2. Platz auch nicht schlecht. Hatte allerdings 1-2 Wackler zu viel drin. Hier Jendrik Borgensi, P3, hat sich von P9 nach vorne gekämpft. Saubere Leistung. Auf P4 haben wir dann den James Abbott, der Mann mit der Nummer 1. Ist auch ein gutes Rennen gefahren. Das wäre mal lustig, ne? Wenn du dich mit dem Seil beim LMP einhaken würdest. Ja.
Um den letzten Top-5-Platz in der LMP-Klasse kämpfen hier Danny Birner und Franz Schöppe, die beide einen ziemlich großen Vorsprung auf den nächstplatzierten LMP haben. Dann stell dir mal vor, du hängst mit dem Seil an so eine LMP dran und der Hämmer durch die Kurve, da schleudert es sich ganz schön darum. Ja. Gegengerade und der Franz Schöppe setzt jetzt zum Überholen an Richtung Parabolika, geht da innen rein. Boah, Platz 1, Platz 2, nur 4 Sekunden auseinander, ne? Wahnsinn. Und da scheint der Franz auch vorbeizugehen, Seite an Seite. Ein tolles Duell hier auf der Start- und Zielgeraden. Der Franz innen, bessere Position. Ich denke mal, zwischen Teamkollegen wird der Respekt groß genug sein, dass sie sich nicht gegenseitig in die Kiste fahren. Jetzt muss ich sich nochmal hinten anstellen. Boah, meine Optimalzeit wäre eine 1,44,8. Die hätte ich mal gern. Da muss man einfach mal seine besten Sektorenzeiten in einer Runde zusammenbringen. Eine Runde vor Schluss haben wir hier den Markus Eiskleiner auf P1, dahinter den Michael Dupuis, leider einen kleinen Unfall gehabt. Auf P3 dann hier Ivan Rummel, 4,5 Sekunden Vorsprung auf Bas Hatching, der hier auf P4 liegt, auch schon den ein oder anderen Wackler gehabt. Dann haben wir den Tommy auf P5, auf 3,5 Sekunden rangefahren. Zum Schluss nochmal ein Incident eingesammelt, halb so wild. Ich hab ein Penalty. Der Zug nach vorne ist eh abgefahren und Thomas Jahr eröffnet jetzt hier die letzte Runde. Direkt in der ersten Runde in Führung gegangen, hat hier keine Minute Zweifel dran gelassen, wer hier gewinnen will. Da stand bestimmt einer in der Kurve und hat gepetzt. Also Nummer 21. Da standen ein paar informelle Mitarbeiter der Staatssicherheit und haben ihrem diensthabenden Führungsoffizier gemeldet. Ja, IM Guckloch. IM Guckloch an Leitzentrale. IM? Auto Nummer 21 ist übergedreht. Ist übergedreht. Hat ein Vergehen begangen. Also Herr Silbernagel, das wird in Ihrer Führungsakte vermerkt. Unten im Bild der Markus, der Führende der GDE-Klasse, der sich jetzt auch in seiner letzten Runde befindet. Wir verhängen ein Bußgeld von 2 Sekunden. So. Der Fahnenschwenker, der hat gar nicht die Fahne geschwenkt. Der streikt heute für mehr Gehalt. Und während sich der Markus hier in der letzten Runde befindet, wird er nochmal überrundet von James Abbott, den Mann mit der Nummer 1, der sich auf P4 in der LMP-Klasse befindet. Franz Schöppe hängt immer noch hinter Danny Birner fest, oder Danny wird das Teamduell gewinnen. Zum Genieße. Und hier Thomas Diard überquert die Ziellinie. Einen ganz herzlichen Glückwunsch an unseren Gesamtsieger, Wahnsinn. Auf P2 im Ziel Sebastian Kolczynski, der ehemalige Polesitter, und auf P3 Jendrik Borgensee. Tolles Rennen von allen. Jetzt warten wir noch die Zielankunft hier von Markus Eisleitner, Führender in der GDE-Klasse. Ja, war ein bisschen langweilig dann wieder das Rennen so. Markus hatte ein, zwei heikle Momente im Rennen zu überstehen, hatte auch den ein oder anderen Glücksengel an seiner Seite. Nichtsdestotrotz eine solide Leistung, super gemacht hier. Kommt hier über die Ziellinie als Sieger. Ganz herzlichen Glückwunsch, Markus Eisleitner. Auf P2 haben wir dann den Michael Dupuis. Ja, dieser Bass, 6 Sekunden, ne? Das ist eine kleine Unachtsamkeit. 10 Sekunden auf Platz 3. Konnte aber den zweiten Platz noch retten. Nach 60 Minuten, das ist schon... Also ich bin zufrieden. Also Tommy kann heute mehr als zufrieden sein. P5 in so einem hochkarätig besetzten Feld und keinerlei Zwischenfälle, die ihn rausgerissen haben. Zumal ich hier mit 300 oder 200 I-Rating unter dem Durchschnitt. Und da ist der 5. Platz auch in trockenen Tüchern. Bravo Tommy, super gemacht heute. Und da kommt auch schon Joao Rosa in Richtung Ziel. Ja, danke schön. Solides Rennen, keinerlei Fehler sich geleistet, unauffällig. Trotzdem super, Gratulation. Hier Pascal Silgner. Ein paar kleinere Ausritte haben ihn nach hinten geworfen. Okay. Und hier oben jetzt das Gesamtergebnis mal für alle eingeblendet. Das war doch mal spannend zum Schluss, Alter, ey. Ein solider Top-5-Platz und ganz wenig Inzidenz. War ein tolles Rennen, bis auf die fragwürdige Aktion vom Michael Städtler an Enrico Borinelli. Ja. Man kann den Michael schon verstehen, aber man sollte seine Wut und Aggression woanders auslassen. Ja, bin ich bei dir? Naja, nichts für ungut. Alles in allem haben sich heute die Unfälle in Grenzen gehalten, im Gegensatz zu den letzten Rennen. Das war doch schon mal positiv und super. Oh, meine Dank. Okay.
Ich hoffe, ihr bleibt unserem Kanal alle treu und wir sehen uns beim nächsten Rennen wieder. Ich denke mal in einer Woche ungefähr. Ja, cool, dass du dabei warst, Patrick. Naja, selbstverständlich. Wenn du hier in der European Sprint Serie in Monza antrittst, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Wie gesagt, ungefähr in einer Woche sehen wir uns dann wieder auf unserem Kanal hier. Zwischendrin am Sonntag MTech Team Endurance World Championship, der Auftakt für unser Team. Totti und Tom starten in Rot Amerika. Ja. Ich hoffe, ihr drückt uns wie immer die Daumen. Bis dahin bleibt mir nur noch, mich von euch zu verabschieden. Ja, dann würde ich mal sagen, ich sag mal danke fürs Zugucken. War ein tolles Rennen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat super performt. Vielen Dank. Danke, danke. Hat mich riesig gefreut. Das war echt ein cooles Rennen. So. Auf jeden Fall. Und ich bin auch schon aufs nächste Rennen gespannt, was wahrscheinlich ein IMSA-Rennen werden wird. Bis dahin, macht's gut. Aber bis bald. Fahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.